Hallo, ich bin André der Buschflüsterer. Mein Thema heute, das Rangerwood 55 aus dem Hause Victorinox. Viel Spaß damit! So, das ist es nun. Mein neues Rangerwood 55 von der Firma Victorinox. Ein lang ersehnter Wunsch geht in Erfüllung. Ich habe mir das jetzt geleistet als ja, immer dabei haben Messer im Wald, als EDC-Messer, als Backup-Messer für kleinere Arbeiten. Ja, keine Sonntagswanderungen. Das eigentlich immer am Mann zu haben, dafür sollte das gut sein. Jo, es kommt in diesem Pappkarton, bei mir sah er ungefähr so aus. So kam er an, also ich möchte sagen, fast ein bisschen lieblos verpackt und ja, ein bisschen verbogen schon das Ganze hier, aber gut, es ist nur eine Verpackung. Habe ich hier auch schon abgenutzt, also das kann man irgendwie ein bisschen liebevoller gestalten. Hier steht drauf Victorinox, Size 1884, sehr original, Swiss Army Knife. Jo, haben wir hier noch draufstehen. Kann ich kaum lesen. Ja, Switzerland. Und die Adresse, okay, nicht allzu wichtig, holen wir das gute Stück mal raus. Ja, was fällt als erstes auf? Es ist ein relativ großes Messer, für ein Taschenmesser sogar ein sehr großes Messer. Ich habe Handschuhgröße 10 und es passt perfekt in meine Hand. Also wirklich richtig perfekt. Und ja, vor allem das Holz, es ist Walnussholz, es ist sehr schön gezeichnet, deutlich dunkler als auf diversen Bilder, die ich gesehen habe. Also auch viel schöner finde ich, wie auf Bildern in Natur sieht es nochmal richtig, richtig elegant aus. Und es ist ein Handschmeichler vor dem Herrn. Also es ist wunderbar, man möchte es gar nicht mehr aus der Hand legen. Es ist so warm, es ist weich, es ist ein tolles Gefühl, das in der Hand zu haben. Richtig, richtig schön. Auch hier, es steht überhaupt nichts über, es ist perfekt eingearbeitet hier. Ah, wunderbar. Ah, ich bilde mir ein, es duftet sogar herrlich noch nach Holz. Die Walnuss ist ein richtig, richtig gutes Holz. Es ist einer der teuersten Hölzer in Deutschland, die man bekommen kann. Es ist ein sehr robustes, langlebiges Holz. Die Römer haben das wohl mal nach Deutschland gebracht. Also die Maserung ist wunderschön. Und vor allem hier auch das Schweizer Kreuz. Da kommen wir gleich noch zur Funktion. Also insgesamt muss man sagen, also wirklich ein wahnsinnig tolles Messer. Es hat 10 Funktionen. Es ist auch ein Gewinner des Red Dot Award 2015. Also es hat eine Auszeichnung bekommen für das Design, was schon mal dafür spricht, aber egal ob Auszeichnung oder nicht, das müsst ihr einfach mal fühlen. Es ist Wahnsinn, ein tolles Gefühl. Ich glaube, ich sitze abends vor dem Fernseher und streichle mein neues Messer. Wirklich toll. So, schauen wir uns mal die Klinge an. Wow, das ist eine Klinge. Für ein Taschenmesser ein wahnsinnig großes Teil. Steht auch hier Victorinox mit dabei. Es läuft auch hier ein bisschen Öl noch raus, also es ist gut eingeölt worden. Es hat hier, ja, man sieht so eine Schleifung hier, so abgerundet, was ganz schön ist. Hier auf der Rückseite
haben wir auch nochmal Swiss Made Delamont hier draufstehen. Ja, was mir hier schon mal gleich auffällt, ist, das ist vielleicht ein Kritikpunkt, die Schneide, die geht nur bis hierhin und der Rest hier, stimmt, 1,5 Zentimeter, ist hier verspielt oder ja, ist hier nicht genutzt. Also da könnte es durchaus mal 1,5 Zentimeter noch mehr geschliffen werden. Gerade hier, wenn man diese feinen Arbeiten macht, hier Druck ausüben möchte mit dem Daumen hier hinten, da fehlt die Schneide. Das ist schade. Aber ansonsten ein Flachschliff, Rostträger Stahl. Wunderbar. Also ganz toll. Was auch auffällt, wenn man das so sieht, das ist so bananenförmig, es ist leicht gebogen. Liegt wunderbar in der Hand, auch durch diese Dornenabsätze hier hinten und hier der Fingerschutz. Hier haben wir auch ein ganz angenehmes Jimping. Ganz sanft, dieses Jimping. Da stört nichts, da ist nichts unangenehm. Der Messerrücken ist abgerundet, also Feuerstahl anreißen ist mit dem Messer nicht möglich. Fürs Schnitzen dann wieder ganz gut, weil hier nichts drückt im Finger. Ja, und es arretiert, das ist mal ganz, ganz wichtig. Also da hat man auch dann weniger Angst, wenn man hier mal wirklich Druck ausübt. Das arretiert schön. Und der Clou ist, die Entriegelung erfolgt hier über dieses Schweizer Kreuz, was eine tolle, tolle, tolle Idee ist. Also hier leicht draufdrücken und es entriegelt und das Messer lässt sich einklappen. Also wirklich eine tolle Erfindung. Hier sieht man auch im zugeklappten Zustand noch den Schriftzug Victorinox. Ja, und die weitere Besonderheit dieses Taschenmessers ist hier diese lange Klappsäge. Also wirklich für ein Taschenmesser ein Monsterteil. Richtig, richtig groß. Es ist auch ja, sehr aggressiv, diese Zahnung. Es ist auch ja, hier scharfkantig, also hier müsste also es durchaus möglich sein, einen Feuerstahl anreißen zu können. Wobei hier muss man Acht geben. Warum? Es arretiert nicht. Also aufpassen, würde vielleicht den Feuerstahl mit dem hinteren Teil der Säge anreißen, nicht vorne, weil hier klappt es wesentlich eher zu, als wenn man hier hinten den Druck aufbauen würde. Aber ein Wahnsinnsteil, diese Säge. Kommt auch noch ein bisschen Öl raus, aber wunderbar. Also man sieht auch hier wieder diese bananenförmige Biegung hier. Ja, muss man auch mal gucken, wie es in der Praxis ist, wie man sich daran gewöhnt. Es ist erstmal ungewohnt hier, dass es so nach vorne fällt, nicht gerade geht, sondern abknickt. Aber gut, in der Praxis wird es sich bewähren müssen. Jo, was haben wir noch dabei? Das ist das, was ich immer bei Taschenmessern immer ein bisschen schwierig finde, weil ich habe zwar keine kleinen Fingernägel oder kurzen Fingernägel, aber es ist immer, wir brechen die immer sehr gerne ab bei dem Rausziehen der einzelnen ja, Bauteile. Also was haben wir hier alles verbaut? Es gibt da richtig, richtig viel Funktionen. Also wir haben einmal einen Dosenöffner mit dabei, hier, der auch scharfkantig ist. Nach vorne richtig scharf, das heißt, man öffnet die Dose, indem man nach vorne drückt hier. Nicht zieht, sondern nach vorne drückt. Dann haben wir hier vorne auch einen kleinen Schraubenzieher. Und ja, man sieht es hier, also es ist richtig scharfkantig gemacht hier. Richtig gut. So, was haben wir noch dabei? Wir haben hier ein Kapsel. Heber oder Flaschenöffner. Wir haben hier auch wieder einen Schraubendreher und wir haben hier zum Abisolieren. Drahtabisoliere hier nochmal verbaut. Also das ist richtig schön. Ja. Und was ich richtig gut finde für ein Rangerhut, wie der Name sagt, für Ranger im Wald ist auch, wenn man mal Lederarbeiten machen möchte,
gibt es hier, ich kriege sie irgendwie immer schwer auf mit den Fingernägeln, aber hier eine Stechbohr- und Nähahle. Also hier ist es scharfkantig und hier auch das Loch ins Leder bohrt und dann den Faden durchzieht, kann man da also auch wunderbar Näharbeiten machen. Also das ist richtig, richtig gut und auch massiv. Es arretiert nicht, also bis auf die Klinge arretiert hier nichts, aber es hat schon einen ordentlichen Widerstand. Ja, und was darf nicht fehlen? Der Korkenzieher. Das ist auch ein Teil, was man ja nicht jeden Tag nutzt, aber ich hatte mal einmal keinen Korkenzieher dabei und das war dann schon irgendwo ein bisschen unangenehm gewesen, den Korken mit, ja, mit einem anderen Messer aufzukriegen. Also durchaus nützlich. Jo, hier haben wir dann auch nochmal den Ring zum Befestigen. Ja, ansonsten muss man sagen, es ist wichtig, dass es eben auch 42A konform ist, weil es ist keine Einhandöffnung. Man muss also hier fest. Jo, also zum Gewicht. Also wir haben ein Gewicht von 163 Gramm. Das ist schon ordentlich. Aber noch gerade ausreichend, um das immer wieder mitzuführen. Jo. Gut, dann beginnen wir mal mit unseren Tests. Als erstes habe ich wie immer den Haarschneidetest. Oh ja. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Also da ist schon richtig was runtergegangen. Super, also scharf ist es. Jetzt kommt der Papierschneidetest. Boah. Na. Ja. Wow. Genau. So muss ein Messer sein. Ja. Also das klappt wunderbar. Es ist auch relativ spitz, also man kann da sicherlich auch ein bisschen vorsichtig natürlich bohren, aber es ist so, es ist ordentlich spitz, scharf sowieso, also wunderbar, toll. So, dann haben wir als nächstes den Schnitttest, weil es wird ja als Lagermesser mitgenommen, also abends am Lagerfeuer auch damit kochen, schneiden, essen. Wenn wir hier mal die Tomate schneiden. Ja. Hauchfein kann man hier die Tomate schneiden. Wunderbar. Ja, das kann man wunderbar abends am Lagerfeuer nutzen, um sein Abendessen damit zuzubereiten. Auch die Länge des Messers kommt hier wieder zum Vorteil. Das ist wirklich ein brauchbares Messer. Ja, wunderbar. Also das klappt hervorragend. Als nächstes haben wir noch den Apfel, den wir uns damit schneiden. Das klappt auch wunderbar. Ja. Also es dient auch hervorragend als Brotzeitmesser. Also, ich muss sagen, ein tolles, tolles Messer, das durchaus im Wald seine Dienste leisten wird. Es ist ein tolles Brotzeitmesser, eben abends am Lagerfeuer sitzen und damit ein bisschen schnitzen. Die kleinen Sachen kann man damit alle richtig, richtig gut durchführen. Also ein absoluter Handschmeichler. Also wer das Messer mal gefühlt hat,
möchte es nicht mehr aus der Hand legen. Wirklich toll. Also absolute Kaufempfehlung. Ja, wie gesagt, bei der Verpackung bisschen lieblos. Da könnte Victorinox durchaus noch mal was anderes sich einfallen lassen. Es ist hier noch so eine kleiner Zettel mit dabei. Hier wird noch mal erklärt, wie man es öffnen kann. Pinzette und Zahnstocher hat es nicht, obwohl es hier angegeben wird. Aber wahrscheinlich ist es so ein Universal-Beipackzettel. Also Zahnstocher und Pinzette hat das Teil nicht. Aber wenn man so ein tolles Messer hat, kann man sich auch schnell mal einen Zahnstocher selber schnitzen. Ja, auch wie der Dosenöffner anzusetzen ist. Also wie gesagt, nach vorne drücken, nicht ziehen. Das ist wichtig. Immer nah am Dosenrand bleiben, nicht tiefer einschneiden als bis zum angegebenen kleinen Schraubenzieher. Auch mal vielleicht nochmal ein wichtiger Tipp, bis maximal hier oben zum Schraubenzieher gehen. Was haben wir hier noch? Ja. Die verklebten Klingen im warmen Wasser hin und her bewegen, nach dem Trocknen Reibestellen ölen. Okay, also immer ein bisschen einölen. Hier hat man auch mal das Bild, dass man eben auch ein Band hinmachen kann an der Halterung hinten. Jo. Dann, was haben wir noch da hier dabei stehen? Ja, die Garantie. Zeitlich unbeschränkte Garantie. Auf Material- und Fabrikationsfehler, also auch richtig, richtig gut. Ja, damit darf man auf der sicheren Seite sein. Was ich mir noch dazu bestellt habe gleich, ist dieser Messerschärfer, Dual-Messerschärfer von Victorinox. Also haben wir hier zum Beispiel Küchenmesser nach vorne abziehen, bei einer 20 Grad Schneide. Hier haben wir dann eben auch das Taschenmesser. Das wird also nach vorne und hinten abgezogen. Vorwärts- und Rückwärtsbewegung. Ich habe das mal aufgemacht. Können wir mal schauen. Also sieht das aus. Form von einem Stift. Hier haben wir dann eben einmal den Schleifstein. Und hier haben wir nochmal hier oben den Dualschleifer hier für Haushaltsmesser. Die können wir hier schön abziehen. Jo, klein, praktisch, leicht, kann man also in seinem EDC locker verstauen und kann jederzeit sein Messer nachschärfen. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich jetzt, dass ich mein neues Rangerwood 55 endlich habe und freue mich schon, die nächsten kleinen Abenteuer damit erleben zu dürfen. Okay, und wie immer, husch husch, ab in den Busch, viel Spaß draußen. Tschüss!